fast nur aus dieser Stadt geworden. Hier herrschte mal Recht und Ordnung. Das war einmal. Das Verbrechen wütet, Katzen verschwinden, die Bürger werden zu Opfern. Oh, hey! Wer hat vor meine Tür gekackt? Was schreist du denn so? Ah, ah! Wir hätten sie schützen sollen, die schutzlosen Bürger. Runter vom Auto, du kleiner Pisser! Aber politische Differenzen hatten die Superhelden gespalten. Wir sind zwei Lager im Krieg. Aber Krieg wird unsere Stadt nicht retten. Eine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung. Mythen erzählen von alten Zeiten. Von einem König, der sein Reich einte, das von einem mächtigen Staat zerrissen worden war. Hallo, Schatz. Schnauze, Mom. Keine Zeit zu verlieren. Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und finde die Katze. Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist. Mauern greifen an! Sie sind überall! Lass sie nicht zu unserer Basis! Zu spät! Sie haben das Kapitän gestürmt! Ah! Sie haben die Basis! Schlagt sie zurück! Auf die Mauern! Ihre Rüstung ist zu stark! Sie tragen Fahrradhelme! Wo ist der König? Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo, mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Meine Freunde stehen vor der Tür, Schatz. Geh raus zum Spielen. Mein Herr, die dreckigen Mauren wollen Castel Cooper in ihre Gewalt bringen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Mein Herr, ach komm, Alter. Gerade in die erzogen und wirst gleich König? Ich glaube eher, du bist eine kleine Muschi. Gib dem Maul eins aufs Maul, Herr! Ja, lass dir das nicht gefallen! Vorwärts kann ich! Erteil ihnen eine Lektion! Mal sehen, wie dir das gefällt, König! Ah! Oh Mann! Wir können ihn nicht aufhalten! Macht die Wachen des dunklen Hofs bereit! Wow! Hast du gesehen, wie krass der König ist? Niemand ist so stark wie er! Hier lang, König! Du schaffst uns nicht alle! Ja! Hau nur ab! Hör nicht auf sie! Knips ihnen die Lichter aus! Hey! Ich werd dran gewesen! Nee, der König hat einen Kampfvorteil! Er darf zuerst! Das ist ja unmenschlich. Macht nichts, sind ja nur die Bösen. Stimmt, weiter, König. Die Mauchen sind unaufhaltsam. Er ist zu mächtig. Voll ekelhaft, aber nicht genug, um uns zu besiegen. Kitzelt den König nicht mal! Oh, ein kühner Hieb, König! Los! Wir müssen ins Kastell! Wir müssen weiter! Geht zur Seite oder sterbt! Wir gehen durch diese Tür! Niemals! Ach ja, und warum nicht? Das alles hier vorne ist Lava! Oh Mann, echt jetzt? Das ist alles Lava? Ja, alles von hier bis da ist Lava, da könnt ihr nicht durch! Zack! Los jetzt, gehen wir rein! Geht nicht, die sagen, alles vor der Tür ist Lava! Oh, das ist voll unfair! Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt! Lasst den Drachen los! Ein Drache? Wir sind am Arsch. Das ist der Drache, der brüllt. Er ist sauer. Oh Mann, ist er immer noch nicht tot? Gah. Der König ist unbesiegbar! Feuer an dem Blut! Weich bloß den Feueratem aus! Bleib nicht da stehen, wo er dich erwischt! Unser König ist ausgewichen! Ach, verdammt! Okay, wenn ihr Feueratem kriegt, dann kriegt unser König den Hammer der Gottesherrschaft. Keiner hält den König ab! Auto! Auto! Runter von der Straße, Drecksplagen! Okay! Wie ich gerade sagen wollte, keiner hält den König auf, er ist allmächtig! Welch ein Hieb! Oh, Kacke! Drachentöter! Oh mein Gott, er hat den Drachen besiegt! Unglaublich! Das Kind ist der Wahnsinn! Vielleicht gibt es einen Weg durch die Garage, mein Herr! Wenn es einen Weg durch die Garage gibt, wird der König ihn finden! Wow! Ja, nur der König kann den Geheimweg durch die Garage finden, also, falls es einen gibt. Ja, nur unser unendlich weiser König kommt an dieser unüberwindlichen Barriere vorbei. Wow, König Saftsack ist so ein guter Kämpfer. Habt ihr gesehen, wie er die Leiter hochgeklettert ist? Er ist wirklich der mächtigste König aller Reiche. Scheiße, er ist Wahnsinn. Ich dachte, der König macht einen coolen Stunt, aber dann kam nur das. Du bist tot. Sprich, Bade, was ist mit dem Stab der Wahrheit geschehen? Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen. Lügner, du wirst den Zorn der Mauren spüren. Rührt ihn nicht an, ihr Heiden. Gebt den Baden frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun. Der König! Das heißt, er tötet Drachen mit nur einem Hieb! Ganz recht! Und wenn ihr nicht... Moment, wo ist der Zauberer? Ich dachte, er wäre bei euch. Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen. Der Zauberer ist fort. Mein Name ist Coon, ich komme aus der Zukunft. Hey, wir wollten das nicht mehr spielen. Ja, wir sind verfeindet, was soll das? Ich sag's euch. In meiner Zeit herrscht das Verbrechen und Katzen verschwinden. Ich muss das Team wieder zusammenbringen. Hey, nicht einfach das Spiel wechseln! Wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab! Eine Katze ist in Not, mit der wir das neue Verbrechersyndikat finden. In der Zukunft. Syndikat? Klingt eine Nummer zu groß für Coon and Friends. Willst du etwa, dass die scheiß Freedom Pals die Katze finden, $100 einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Fick die Freedom Pals, Alter! Genau! Schatzipups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller. Der Coon-Alarm. Kommt, Coon-Freunde, holt euer Zeug und meldet euch im Coon-Versteck. In der Zukunft. Coon and Friends sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen. Wir sind jetzt Superhelden und ihr Loser. Mich hat niemand gefragt, ob ich Superheld spielen will. Wir könnten alle zu mir gehen und deprimiert Löcher in die Luft starren. Ich schließe mich vielleicht einer Gang an. Das könnte der Arschtritt sein, den ich brauche. Hallo, die Jungs sind in ihrem Spielzimmer im Keller. Eric ist so mit Superheldspielen beschäftigt, der vergisst nur noch zu essen. Eric und seine Freunde sind so fantasievoll. Mom. Hey, Mogelkönig, willst du das Spiel spielen oder für den Rest deines Lebens als Bescheißer-Bitch gelten? Okay, folks, we are halfway complete with today's broadcast. You want to get in on these deals, call now. Next item. Ja, Officer. Irgendjemand hat anscheinend Lava vor meine Tür gekippt. Nein, sie ist nicht heiß, aber mein Sohn hat mich gewarnt. Er meinte, Mom, fällst du in den Lavasee, schmuggelst du wie Frikassee. Ja, stimmt. Er hat auch gesagt, Mom, fällst du in den Graben, dann fressen dich die Raben. Woher wissen Sie das? Fick dich, Mom. Vielleicht sollten wir ins Raisins gehen. Die Kellnerin könnten was wissen. Das reicht nicht, Mosquito. Wir müssen schnell handeln, bevor es die Freedom Pals tun. $100 Belohnung. Die könnte unser Superhelden-Franchise gut gebrauchen. Die Katze sieht ziemlich alt aus. Vielleicht liegt sie ja tot im Straßengraben. Human Kite, muss ich dich daran erinnern, dass die Freedom Pals schon 100 Follower auf Instagram haben? Wir haben 6. Uns 5 und Billy Turner, und der hat rote Haare. Wir brauchen einfach mehr Follower. Aber wo sollen wir suchen? Die Katze könnte überall sein. Wir müssen uns aufteilen. Mosquito, schwirr los und such die Stadtparts ab. Alles klar. Mosquito schwirrt. Human Kite, sieh dich in den Bäumen um. Und du checkst die Gullis, Super Crack. Super Crack. Blitzfreak, du flitzt mit deiner übermenschlichen Schnelligkeit zur Bürgermeisterin und sagst ihr, wir sind dran an dem Fall. Keine Sorge, Coon. Verlass dich drauf. Blitzfreak wird da sein wie der Blitz. Entschuldigung. Hey, hey, hey! Fass das nicht an. Dieses Gerät kann die ganze Milchstraße in die Luft jagen. Alter, fuck! Mom! Der Neue will mit dem Würfel der totalen Vernichtung spielen! Sei lieb zu allen deinen Freunden, Eric, und teile fein mit ihnen. Teilen? Das wäre das Ende der Galaxie! Blöde Bitch! Ich hab dir schon gesagt, du kannst nicht mitspielen. Du bist kein Superheld, du hast kein Kostüm und keine Superkräfte. Okay, du kannst zuschauen, wie wir Superhelden spielen, solange du nicht störst. Mach dich nützlich und hol mir das Defernessie-Gerät da drüben. Du findest echt das Defernessie-Gerät nicht? Superhelden benutzen den Untersuchungsmodus. Das hat ja ewig gedauert. Stefanesi-Gerät aktiv. Bip, 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 bip. Du willst also ein Superheld werden. Mit den großen Spielen. Ach, na mal sehen. Vielleicht könntest du nützlich werden. Setz dich an den Tisch, Saftsack. Was haben wir denn hier über Mosquito? Oh Mann, ist das überhaupt Menschensprache? Okay, um Superheld zu spielen? Du brauchst eine Superheldenpersönlichkeit. Dann kannst du deinen Charakterbogen auf Coonstagram ausfüllen. Hast du einen Coonstagram-Account? Oh, du bist noch nicht mal auf Coonstagram. Okay, ich kann ein Profil für dich erstellen. Einfach nicht zu fassen. Als erstes brauchst du eine Klasse in deinem Profil. Also, welche Art Superheld du bist. Weil du neu hier bist, stehen erstmal nur 3 zur Auswahl. Speedster. Brutalist. Blaster. Brutalist. Speedster. Brutalist. Was für ein Brutalist? Nur Mucki ist kein Hirn. Passt zu dir. Speedster. Ein Speedster wie der Flash oder Quicksilver. Blaster. Blaster mit Kräften mit großer Reichweite wie Cyclops. Speedster. Ein Held braucht auch einen Sinn für Dringlichkeit. Ein Speedster. Super schnell und... naja, super schnell. Okay, Saftsack, aber jetzt müssen wir herausfinden, welches schlimme Erlebnis dich antreibt. Weißt du, alle Superhelden haben eine ergreifende Geschichte, durch die ihre Kräfte eine Bedeutung erhalten. Gehen wir also in deine Kindheit zurück. Du lagst hellwach in deinem Bett, wie auch so viele andere Nächte, weil du wusstest, dass du anders als der Rest bist. Du bist zum Spiegel gegangen. Du gingst zum Spiegel. Du hast einsam in den Spiegel geschaut und da ist es passiert. Ein lautes Geräusch. Du warst dir sicher, dass deine Mutter um Hilfe ruft. Du bist nach draußen. Vor der Schlafzimmertür deiner Eltern standen zwei Einbrecher. Du musstest sie aufhalten, damit sie ihnen nichts antun. Und so hast du zum ersten Mal deine Speedster-Kräfte benutzt. Du hast das Raumzeitkontinuum gekrümmt, um dich mit Superspeed ins Gefecht zu stürzen. Du hast dich genähert und einen Quantenhieb ausgeführt. Als seine Atome noch an ihrem Platz waren, wusste der Einbrecher, womit er es zu tun hatte. Verdammt, wir haben ja nicht gewusst, dass hier ein Superheld lebt. Verzweifelt schlug er auf dich ein. Nimm das! Daraufhin mischte sich auch sein Komplize ein. Du machst uns keine Angst, Superheld! Doch die beiden näherten sich nur ihrem Ableben. Durch blitzschnelles Vibrieren wurdest du zu einer unaufhaltbaren Energiemasse. Hey, was treibt der Kleine da? Mit dieser Kraft konntest du zweimal nacheinander angreifen. Zuerst hast du dem zweiten Einbrecher die Quantenfaust verabreicht. Scheiße, meine Atome! Die geschwächten Einbrecher konnten den finalen Angriff nicht mehr verhindern, den Überschallsprint. Mark ist zu schnell. Nichts wie raus hier. Du dachtest, du wärst endlich in Sicherheit, aber ein dritter, viel größerer Eindringling stürzte sich in den Kampf. Hab eben schon eine Wurst in den Orkus gejagt. Hier kommt die nächste. Bevor du reagieren konntest, landete er mit seinen enormen Fäusten einen kritischen Treffer. Erschöpft von deinem Doppelangriff musstest du wehrlos Schläge einstecken. Dem entkommst du nicht. Du warst verletzt, aber der Einbrecher hat einen schweren Fehler gemacht. Jetzt warst du angepisst. Mit letzter Kraft hast du deine ultimative Fähigkeit eingesetzt. Hyperraumwut. Nice. Er war einfach zu schnell. Und so hast du sie besiegt. Alles schien in Ordnung, aber dann kamst du zur Tür deiner Eltern. Was du dann sahst, veränderte dein Leben und brachte dich dazu, Verbrechen zu bekämpfen. Du kamst zu spät, denn hinter dieser Tür sahst du deinen Dad, deine Mom vögeln. Wow, was für eine Vorgeschichte. Du bekämpfst Verbrechen, weil du den Anblick nicht vergessen kannst. Wie dein Vater, der Mann, dem du vertraut hast, deine Mom fickt. Und das ist das große Trauma deines Lebens. Okay, jetzt bist du bereit für deine erste Mission. Ich will, dass du in die Stadt gehst und so viele Coonstagram-Follower sammelst, wie du kannst. Nur so kann unser Franchise überleben.